Hi, willkommen zu einem neuen Part Dark Souls 3 hier in Schwedensee. Heute versuchen wir mal ein bisschen mehr Progress als letztes Mal zu haben. Da habe ich mich ja ein bisschen zu sehr auf darauf versteift, die Items aus der Lava zu holen. Die holen wir uns noch irgendwann, aber erst wenn wir andere Sachen dafür haben, die uns darauf besser vorbereiten. Jetzt ist wie so eine andere knifflige Stelle da. Und zwar, wir treffen einen alten Bekannten wieder, Zorik. Stärker denn je. Der hat das Potenzial, uns zu one-shotten, auch wenn wir voll sind. Da ist er. Und der hat reichlich HP und das wird nicht leicht. Also, wir können da schon relativ sterben. Ich muss super, super vorsichtig sein. Aber wir können den, ja, da war eine Angriffsbewegung. Eigentlich, hinter uns müssen wir jetzt aufpassen, weil Lava ist. Wir müssen halt diese Angriffe ein bisschen provozieren, damit wir ihn ja, dieser Schlag ist sein One-Shot. Gut. Das Nervige an Zorik ist, wir müssen immer durch die Geckos durch. Ich lerne es nicht, ne? Das war im letzten Part schon genauso. Ich wollte immer wieder in die falsche Richtung. Also zur Hälfte hatten wir Zorik runter, also es lief nicht so schlecht. Und dann kommt die Scheiße. Das ist halt die Gefahr an ihm. Du kannst die ganze Zeit dich gut anstellen, dann kommt ein Tritt und der haut dir in den Magen und du bist einfach tot, weil das ein fucking One-Shot ist. Wie gesagt, das Nervige finde ich ist, dass man immer wieder durch die Geckos durch muss. Weil bevor wir den Tribok erreichen, gibt es auch kein Bonfire mehr. Also, ich meine, es gibt keins mehr. Hier können wir ja schon mal eine Glut nehmen. Davon werden wir jetzt ein paar nämlich brauchen. Ich glaube, Zorik könnte unter Umständen den Part ausfüllen. So, können wir die Ratten links liegen lassen. Das ist eigentlich der nervigste Part hier. Daran, du musst immer wieder an den Geckos vorbei. Und da die Geckos den Instant-Kill haben, musst du da immer mit höchster Vorsicht. Dich hier dran vorbeitasten. Also einfach zu Zorik hinrennen ist nicht, weil dann töten dich die Geckos. Okay. Zweiter Anlauf. Ich hoffe, ich kann meine Seelen schnappen, bevor ich ihn treffe. Nein! Ich muss ihn
Also die Seelen sind mir gerade wichtiger, als ihn zu bekämpfen. Das sind nämlich ein paar. Ja, das ist perfekt eigentlich. Das war zu offensichtlich. In Baiten, das ist perfekt. Zwei Hiebe und weg, würde ich sagen. Okay, jetzt bin ich hoffentlich wieder in Schema drin. Ah, scheiße, war ich zu langsam. Ich nehme auch so viele Flakons wie nötig. Ah, scheiße! Lava. Ich bin hier ganz Panic Rolls. Alter, das ist so ein... Nein! Ja, ich hab ihn! Ja! Huch. Einmal tot, bleibt er auch tot. Gibt uns sein Rauch-Ultra-Großschwert und sein Schwarzeisenschild. Das ist für Leute, die sehr viel Masse tragen können. Weil das Schwert ist super gut, das skaliert jetzt schon auf A. Das geht, glaube ich. Ich habe es nie probiert, aber ich gehe da mal davon auf, dass es auf S hochgeht. Und ja, es ist scheiße schwer. Es wiegt 25 Kilo. So. Aber er ist jetzt für immer weg. Das ist gut. Ja, die Items, wir hatten ja schon im letzten Part, dass ich ein Lava-Problem habe. Wenn wir das Gebiet fertig haben, könnte es sein, dass wir das hinkriegen. Weil wir haben hier Pyromantenfolianten gefunden. Und dann kriege ich eine Pyromantie, die besser als Eisenfleisch ist. So, aber jetzt müssen wir erstmal hier den Schwarzen Ritter überstehen. Könntest du bitte deine andere Attacke machen, dass ich dich backstabben kann, oder? Ach, schade, ich habe gedacht, der geht nach unten. Ja, perfekt. Springt er runter? Schade. Krieg ich ihn? Ja. Das ist auch perfekt. So fliegt er nämlich nicht nach unten. Und wir kriegen gar nichts. Also wenn er Loot hinterlassen hätte, wäre das hier. Man kann halt ein bisschen Pech haben und ihn mit einem Backstep hier runterschmeißen und dann landet er in der Lava. Und dann kommt man nicht, wenn er was hinterlässt, an sein Item ran. Aber wir sind fast durch. So, eine knifflige Stelle wartet noch auf uns. Weil diese etwas heftigeren Skelette aus den Katakomben, zwei Stück, sind an einer Stelle und ja, die können einen auf den letzten Drücker noch umbringen. Das ist jetzt nicht so schön. Hier müssen wir uns übrigens beeilen, weil der Tribok uns im Schussfett hat. Man hört es schon anhand des Geräuschs. Hier unten sind wir wieder sicher. Aber da ist auch nichts zu einsammeln.
So, diese Rattskelette sind ja sehr, sehr harmlos. In Dark Souls 3. Bin ich froh, dass sie die genervt haben, ne? Aber die haben die extrem genervt halt, ne? Also. In Dark Souls 1 waren sie halt der absolute Todbringer und in Dark Souls 3 geht von ihnen so gut wie gar keine Gefahr aus. Also ich finde, sie haben sie etwas zu viel genervt. So, die stehen da mit dem Rücken zu ein. Warum, weiß ich nicht. Aufstehen tun die ja nicht, ne? Nein. Am Anfang habe ich die immer für Köder von den beiden gehalten, aber das ist nicht der Fall. Hallo, komm hier hin. Dann holen wir erst deinen Kollegen. Ich warte, bis einer umdreht. Das ist mir beide auf einmal will ich nicht. Ich will jetzt nicht auf den letzten Drücker sterben. So. Das war knapp. Es steht noch ein Skelett zwischen uns und dem Tribok. Nur noch eins. Bitte nicht sterben. Alles nur nicht sterben. Das wäre so bitter. Aber die sind auch ein bisschen stärker, weil die rote Augen haben. Ja, sobald ich ihn einmal treffe, ist er kurz gestunt und dann kann ich mir den Rest schnappen. Das hat wesentlich besser als das erste Skelett funktioniert. So, wir haben es überstanden, Leute. Hier ist der Tribok und den werden wir umgehend ausschalten. Jetzt haben wir da unten unsere Ruhe. Hier oben sind, soweit ich weiß, keine Items mehr. Jetzt können wir wieder runter. Und können uns ganz in Ruhe hier in den See umgucken. Geh mal kurz zum Bonfire da hinten zurück. Um mich zu regenerieren. Weil in See gibt es noch den einen oder anderen Geheimnis. Und wenn wir das ergründet haben, können wir uns den Endboss wimpen. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie über den Lavasee kommen. Um die fehlenden Items noch einzusammeln. Hier gibt es nämlich ein paar große Titanitscherben. Kann man immer gebrauchen. Aber man muss auch aufpassen, hier gibt es reichlich große Monsterkrabben. Aber erstmal gibt es hier noch einen versteckten Seiteneingang.
mit dem Crystal Lizard. Das ist so der einzige Nachteil an den Vonir-Schwert. Du triffst nicht so einfach Crystal Lizards. Das hat jetzt noch funktioniert. So, ich möchte verhindern, dass der dahin läuft. Ich habe gesagt, du sollst da nicht hinlaufen. Ich habe ihn verpasst, ne? Jupp. Weil hier, ja. Wir treffen einen alten Bekannten. Der gute Horace. Und der gute Horace ist zum Hollow geworden. Man kann den jetzt besiegen. Ich persönlich habe mich dafür entschieden, ihn am Leben zu lassen. Und Andri davon zu erzählen, dass er hier ist. Der verfolgt mich ja nicht, ne? Nö. Dann können wir kurz einen Crit-Out machen und mal versuchen, den Crystal Lizard noch zu bekommen. Also ich werde versuchen... Ich hoffe, ich versaue das nicht. Die Andri-Quest zu Ende zu führen ist. Wir haben ja die UL-Quest schon angefangen. Und... Die überschneiden sich irgendwann, die von André und Joel. Man muss sich dafür entscheiden irgendwann, ob man André sterben lässt oder ob man Yuria hintergeht. Und hintergeht ist so ein schlimmes Wort. Auf jeden Fall tut man ihren Anweisungen nicht Folge leisten. So, jetzt muss ich verhindern, dass der da hinten hinläuft. Da gegen die Wand, genau. What the fuck? Der ist durch die Wand geglitscht. Wenn ich das Loot kriege, ist das in Ordnung. Danke. So. Weil bei unserem nächsten Treffen mit André werden wir ihr von Horace erzählen. Und ja, wie es dann weitergeht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ist bei mir noch nie vorgekommen. So. So, dann kümmern wir uns mal um die ganzen Krabben hier. Da wartet noch am Ende ein Item, was eigentlich den Aufwand nicht so wert ist. Es sei denn, man hat davon noch keinen. Wir haben davon schon einen, deswegen ist das nicht ganz den Aufwand wert, aber wir holen es mal uns trotzdem. Wenn ich so weitermache, kriege ich den nicht und sterbe. So, jetzt können wir eine Dings-Attack machen. Die halten auch wesentlich mehr aus als die in den Sümpfen. Und es ist eine große Anzahl. Es kann durchaus sein, dass wir den kompletten Part damit noch zubringen, alle Krabben wegzumachen. Ich glaube, es sind 5 Stück oder so. Ja, komm schon hin. Und man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man nur eine immer aktiviert. Hallo? Greif mich an! Greif mich an! Scheiße, der hat mich getroffen jetzt. Das war gar nicht gut eigentlich.
Okay, die anderen beiden stehen mir zu sehr auf der Nase rum. Eine soll mal hier hinkommen. Wow, zwei Schaden. Ja, jetzt wird's schon besser. Der Wasserschrei ist das Geilste, was sie machen kann. Kannst du super bestrafen. Scheiße. Na, ich spiel mal nicht risikoreich. Am Ende bereue ich das. Das kannst du eigentlich auch, diese Aggro-Attack kannst du eigentlich auch super bestrafen. Kleine Titanitscherbe, große Titanitscherbe, kleine Titanitscherbe. Komm hier hin. Ich stehe hier an Felsen, das ist nicht gut. Weil dann haue ich öfter mal gegen den Fels, anstatt die Krabbe. Eine Krabbe müsste noch übrig sein. Eine oder zwei. Und dann werden wir den Wahnsinnsfund, den es hier am Ende der Krabben... Zwei Stück sind es noch, okay. Sehen. Ja, wie gesagt, es ist eigentlich den Aufwand nicht wert, weil das ist schon ziemlich anstrengend. Es sind drei noch. Okay. Komm ein bisschen weiter her. Ich habe Angst, dass die anderen Krabben Notiz von mir nehmen. So, noch zwei. So viele habe ich gar nicht im Gedächtnis, dass das so viele waren. Ich habe gedacht, das wären fünf insgesamt oder so. Da habe ich mich auch mal gründlich vertan. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber wie viel waren das jetzt? Sechs oder sieben bestimmt. Naja, immerhin bringen die gut Seelen. Oh, scheiße, ich habe daneben geschlagen. Mit dem Schild, den wir tragen, gut 1500. Also, wenn das nicht so langwierig wäre, die zu erledigen, könnte man gut Seelen farmen, aber die brauchen leider etwas. Ja, wir kommen aber noch an einen sehr guten Seenspot. Bald. Da sind so 40.000 in so 10 Minuten oder 15 Minuten drin. Oh, fuck. Ich hatte den falschen Falco ausgerüstet. Jetzt nicht an der letzten Scheißkrabbe sterben.
So, das war die letzte. So, jetzt werden wir rausfinden, was für ein super, super, super Item es hier gibt. Als ich das erste Mal hier war, ich war super enttäuscht. Ich habe gedacht, es gibt irgendwas Tolles, weil das extrem hart bewacht ist, aber es gibt nur einen Chaos-Edelstein. Wenn das der allererste im Spiel wäre, dann würde ich vielleicht denken, okay, aber es ist der zweite. Hier in Schwänensee gibt es ja noch einen anderen. So. Ich gucke mich mal kurz um, ob ich hier noch irgendwo Items vergessen habe. Ich glaube es nicht, um ehrlich zu sein. Dann machen wir noch eine kurze Level-Session und dann können wir uns im nächsten Part endlich, endlich den Boss stellen. Halten uns schon lange genug hier auf. Obwohl, so lange ist es nicht. Drei Parts, ne? So klein ist das Gebiet ja nicht. Und es hat ein paar knifflige Stellen, also finde ich, ist drei Parts in Ordnung. Wenn man bedenkt, dass ich im letzten Part mit der Lavakacke ein bisschen viel Zeit verschwendet habe, kann man sagen. Aber gut. Gehört dazu. Failen gehört zu Dark Souls dazu. Welcome, House. Very well then taken. So, zwei Stärke auf jeden Fall. Kriege ich noch ein Level? 7000 habe ich dann nur noch. Es wird langsam teuer. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, nächsten Part tun wir den Boss des Gebiets angehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.